Was vielen Menschen gar nicht bewusst ist, sie machen bewusst etwas unbewusst. Und das Besondere ist, bewusste Sachen unbewusst zu machen, wo führt das hin? Stell dir einfach mal die Frage, wo führst du Dinge unterbewusst und bewusst für dich so aus, dass du dir die Frage stellst, warum mache ich bewusst, unterbewusst, bewusste Dinge? Und das Besondere ist, finde mal für dich heraus, warum machst du das? Warum machst du das bewusst, unterbewusst, um dir zu sagen, ich mache das einfach, um anderen Menschen zu gefallen, um das zu machen, was anderen Menschen gefällt. Oder weil sie sich nicht darüber im Klaren sind, wie bewusst kommt das überhaupt, wenn ich unterbewusst etwas mache. Und erst dann, wenn du dann darauf wirklich eine Antwort geben kannst, dann hast du herausgefunden, was du bewusst wirklich wahrnimmst. Die meisten Sachen davon, ob du dir jetzt ein Video von mir anguckst oder was auch immer, das machst du nicht mit vollem Bewusstsein. Und das ist nämlich das große Problem. Du hörst dir vielleicht irgendwie etwas an, aber in Wirklichkeit verstehst du das gar nicht, weil du das nämlich nicht verstehen möchtest. Weil die Dinge, die du verstehen möchtest, die sind so unterbewusst bei dir, weil du einfach nur dir die Frage stellst, hey, super, genial, der Unterhaltungswert, der ist bei 100%. Der Unterhaltungswert ist bei 100%. Und erst dann nimmst du unterbewusst dieses Bewusstsein wahr, hey, genial, da kommt ja richtig was bei rum, nämlich gar nichts. Und das ist das, was du unterbewusst bewusst machst und fragst dich, was ist da für mich überhaupt bei übergeblieben, nämlich gar nichts. Und da solltest du mal drüber nachdenken, was du unterbewusst bewusst machst. In diesem Sinne, bis dann.